Hallo und willkommen zurück zu Zombie Thema, ne, wollte ich gerade sagen, Group Patrol Mitarbeiter McCloud. Ja, hallo. Wir beide sind Deppen. Ja. Irgendwie schon, ja. Wir haben nämlich was rausgefunden. Wir können rennen. Wir hatten nur unser Dauerfeuer noch aktiv, wodurch die Taste blockiert war. Genau, ihr wisst ja, ne, letzter Teil Dauerfeuer, damit wir eine Chance hatten, und als wäre es wirklich Karma gewesen, hat sich der zweite Teil dafür gerecht, und bisher konnten wir deswegen nicht rennen, und nun, wenn wir die Schusswaffe gedrückt halten, geht es auf einmal, da wir den Dauerfeuer raus haben. Ja, vielleicht sind die Unpassagen dann ein bisschen einfacher. Oh, das tut schon weh. Yep. Und wir haben die ganze Zeit nicht gemerkt, dass das Dauerfeuer aktiv ist. Ah, wie schön wir rennen können. Toll. Und der Sprung ist dann halt dadurch auch deutlich weiter. Oh Mann, Leute. Also dazu... Ja, das haben wir übrigens nur glücklicherweise herausgefunden, weil wir nachgucken wollten, wo das Exit im zweiten Level ist, damit wir die Lavasprünge nicht doppelt machen müssen. Ach stimmt, ja, wir haben ja keinen da ist ein Schlüssel. Ja. Und wir haben sogar noch vergessen, dass wir da ein paar Sachen mehr hätten öffnen können und wahrscheinlich uns auch noch Gegenstände entgangen sind. Also, wenn wir schon missbauen, dann richtig. Ja. Also, das war echt ein bisschen, ja, peinlich. Die Victims sterben uns gerade weg. Aber okay, Hauptsache wir wissen jetzt, wie man rennt und besser springt. Gleich haben wir jetzt ja eine Chance. Oh. Guck mal, wie schnell wir plötzlich sind. Ist das nicht schön? Ja, nur die Vorgeschichte dazu nicht. Och nö, Falle. Ich glaube, ich sollte mir mal oben der Tütchen holen. Ja. Ich habe auch jede Falle mitgenommen, die man mitnehmen kann gerade. Ich glaube, das ist einfach nur momentan der Schock. Ja. Ich bin echt baff, also. Schock und das Entsetzen. Ach, der hat sich weggeglitscht. Danke. Sehr gut. Ach nee, hat sich nicht weggeglitscht. Oh. Okay. Ja, ich habe das Gefühl, dass die Sprungpassage jetzt vielleicht ein Tick einfacher ist, selbst für mich. Das kann gut sein. Das kann sogar sehr, sehr gut sein. Ja, brauchst du zum Wasser. Ach nee, so. Da ist ja offen. Da waren wir schon. Mhm. Ach ja. Achso, sind wir wieder am Eingang. Ja. Okay. Das Rutschen ist trotzdem doch gut. Ja, auf jeden Fall. Schade, dass man nicht unter die Gegner rutschen kann, aber... Ja. Und jetzt sehen. Halt, wir wissen ja, nach unten laufen bringt nichts. Also genau. Gehen wir direkt nach oben. Ja. Yay, wir können rennen. Aua. War da noch was? Ah ja. Ach, Kleinigkeit. Oh Mann, wie weit man springen kann! Yay! Ja, Wahnsinn, ne? Das könnte jetzt eventuell bei der Stelle hilfreich sein. Mal schauen. Wow! Okay. Guck mal nochmal kurz, da unten schreit nämlich auch noch wer, komischerweise. Echt? Wahrscheinlich ist er jetzt nicht gekillt worden, weil der Ritter war ja sonst immer ganz unten in der Ecke. Mhm, okay. Der ist weiter hochgekommen. Stimmt. Ah. Okay. Das wird mich jetzt noch lange wurmen. Ja. Zumal es bei der Lava trotzdem anstrengend wird. Ja, aber die weiten Sprünge. Die weiten sind auf jeden Fall dann angenehm. Ja, man muss sich dran gewöhnen. Das war etwas zu spät gedrückt. Das ist unser erstes Mal, dass wir diese Sprünge nutzen. Das ist verständlich. Yeah!
Hey, du benutzt meinen Mauertrick. Ui, guck mal, wie leicht das auf einmal. Man kommt so chillig rüber, ich weiß ja nicht. Ich sehe schon jetzt die ganzen Hass-Kommentare, wie dumm wir beide sind. Aber wir haben es bewiesen, man muss nicht rennen, um die Sprünge zu schaffen. Das weiß auch nicht jeder. Ja. Ey, wir haben es im Hardmod geschafft. Ja. Unfreiwillig. Wow. Ja, manchmal muss man es sich halt schwer machen. Es ist ja auch nicht schwer genug. Ja. So, okay, jetzt noch die drei. Unten ist noch ein Hähnchen. Oh. Die Königsfamilie fehlt noch. Ah, Mann, ey. Wie schnell das auf einmal alles geht. Wir haben einen kompletten Partner, was wir verbraucht für die blöde Sprungpassage. Oh. Ah, Mann. Wow. Wir setzen aber wahrscheinlich da trotzdem im Safe schon mal Level 2, damit wir das ja nicht jedes Mal wiederholen müssen. Ja, da ist ja wirklich keine Schwierigkeit jetzt erst recht nicht mehr. Also, das brauchen wir jetzt echt nicht mehr sehen. Wir haben alle noch volle Leben, sieht gut aus. Ja. Gut, dass ich auf die Idee gekommen bin, mal nachzugucken, wo das Ende ist. Absolut, ja. Sonst wird man. Stell dir das mal vor, sonst hätten wir das ganze Spiel über nicht gerannt. Hätten uns wahrscheinlich jede Sprungpassage doppelt so schwer gemacht. Oh Mann. Und dann wären am Ende Sprünge gewesen, die man nur rennen schafft und hätten wahrscheinlich dann auch noch aufgegeben, weil wir dachten, dass das einfach blöd und unschlecht programmiert ist. Genau. Ja, das ist ja total scheiße programmiert, ey. Da kann man ja gar nicht schaffen. Ihr könnt rennen. Ups. Bis wir da drauf gekommen sind, ne? Wir haben ja erst gesehen, okay, wir können rennen und dann diese Tasten durchgedrückt, alles probiert, es ging einfach nicht. Ja, bis aber wir da festgestellt haben, ja. Unser Dauerfeuer noch aktiv ist. Oh Mann. Die haben wir nämlich auch vergessen. Ja, die Vorhänge, stimmt. So, das nächste Hühnchen gehört noch dir. Ui! Oh, nice! Unverwundbar! Das ist bei den Stacheln perfekt. Ja, so. Kann man nicht die nervige Passage schnell. Ich glaube, einen Zufallseimer kannst du auch gebrauchen. Oh. Nope. Ach, Mano. Oh. Gut, das Ziel ruft uns. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Aber ich finde die Funktion super gemacht, also dass wir angezeigt kriegen, wo was ist. Das ist ja viel besser wie früher. Ich fand das nämlich immer so nervig, dass man erst lange suchen musste mit dem Radar. Ja, der hat überhaupt nichts gebracht. Der hat eine viel zu kleine Distanz gezeigt, finde ich. Mhm. Ja gut. Wir müssen uns beim Spiel entschuldigen. Also zumindest in dem Punkt. Ja. Da haben wir uns einfach selbst noch schwer gemacht. Ui, dieser super weite Sprung. Okay. Das war gut, das können wir jetzt gerne staten und dann schauen wir mal, wie es jetzt klappt. Ja, vor allem direkt noch ein Unverwundbarkeitstrank dabei. Sehr gut, ja. Das war auch gar nicht mal so schlecht. Mhm. Schnappt ihr auch mal was? Gespeichert hast du? Ja, ui. Okay, gut. Ui! Nein! Wie nett. Mist, das hättest du eher gebraucht. Okay. Ach Gott. Okay, rechtsrum wissen wir ja Bescheid. Erst später. Weil da ist nämlich das Ziel. Mhm. Ach, da liegt ja noch eine Seilung rum. Gut. Ah! Ich hasse das, wenn ich an dir hängen bleibe. Ich glaube, das wird uns noch öfter zum Verhängnis werden. Garantiert. Wenn wir die Sprungpassage gut können, dann schaffen wir es uns gegenseitig zu blockieren. Ui! Irgendwas ist immer, ja. Das Sliden ist geil. Mhm.
Also das sind auf jeden Fall schon mal ein paar schöne Änderungen, meiner Meinung nach. Hm, eine Spukpassage. Ich glaube, die schafft man jetzt leichter. Meinst du? Ja, bestimmt. Ja, das war ein bisschen einfacher. Okay, also hier habe ich gesehen, muss man direkt quasi in eine durch. Oh Gott. Wenn das Timing stimmt, heißt es. Shit, ich bleib hängen. Okay, nochmal, nochmal. Nein. Ich bin so ein bisschen nach oben gedriftet. Ja, ich wollte gerade sagen, du hast nach oben gedrückt beim Springen. Das war nicht so gut. Ja, ja. Das ist immer die Einbildung, dass man dann höher springt. Mann! Ja, okay, für mich ist es immer noch Horror. Okay, spring, 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 spring. Ich bin ja sogar schon über die Stachel gesprungen. Meine Güte, hat der eine Sprungkraft. Ja. Oh nein, jetzt habe ich nur noch ein Leben. Das ist doch kacke. Ist nix. Ja. Das ist schon geil mit der Sprungkraft. Oh ja. Es ist so viel leichter und wir machen das auf die schwerste Art überhaupt mit dem pixelgenauen Jump. Oh Mann. Ey, aber immerhin, wir haben bewiesen, es geht. Ja. Unfreiwillig, ja. Aber ja. Wir haben es bewiesen. Das war jetzt synchron. Naja, aber. Solange wir nicht synchron sterben. Mal nicht den Teufel an die Wand. Ich glaube, wir gucken erstmal hier oben. Aua. Ja, gerne. Okay. Wir gucken hier unten. Das sieht dann wirklich besser aus. Am besten stehst du ein bisschen oberhalb von mir oder so, dann, dass wir nicht gegeneinander rennen dabei. Okay. Yes! Oh! Right. Nein! Scheiße! Nein, das war ein normaler Sprung, warum? Ja, ich muss mehr Anlauf nehmen. Ah, na gut. Das ist natürlich Übungssache, wenn man mit Anlauf, ne? Oh. Das ist aber auch gemein. Ich hasse die Stelle. Nein! Aha, vor allem, dass man dann voll abblockt, ne? Letztes Leben. Jetzt war nicht da oben, ist der einzige Überlebende gestorben. Ganz Weg umsonst. Und ganz ehrlich, an dieser einen Sprungpassage, da werde ich jetzt gleich einfach den Unverwundbarkeitsrang nutzen. Ja. Auf jeden Fall. Es ist trotzdem irgendwie so deprimierend. Also trotz unseres Wissens, das Level bleibt echt fies. Oh, so viele Tränke. Okay, du musst dich heilen. Okay, der Weg war nicht umsonst. Geh rein da. Na gut, das war ein unnötig genutzter Schlüssel, aber ich will jetzt nicht nochmal zurück. Der Weg war umsonst. Verdammt. Verdammt. Zurück, ne? Ja, das ist schon geil. Ernsthaft! Ernsthaft!
Du willst ja das volle Potenzial ausschöpfen deines Drachen. Nee, aber hast du nicht gesehen, dass jeder Sprung perfekt war und ich nirgendwo hängen geblieben bin? Oh mein Gott. Sehr schön. Warum sind plötzlich die Sprünge perfekt? Schlimme Sprünge sind schon mal vorbei, gut. Ah, trotzdem, so ein Leben wäre halt nice, ne? Mhm. Ich bin am überlegen, ob ich hier den Unverwundbarkeitsrang auch nochmal nutze. Obwohl. Ja. Sicher ist das, ich meine, du hast nur noch ein Leben. Er ist nicht gesprungen. Gut, da hätte der Tank auch nichts gebracht. Na dann. Okay. Das sah aber auf jeden Fall schon mal besser aus. Ja, es wirkt zumindest nicht mehr so frustrierend tötend, so nach dem Motto, wir schaffen das nie. Oh, ja, okay, für mich, gut. Perfekt. Also das ist sogar gleich geblieben, das ist schon mal gut. Mhm. Aber das im Weg stehen, das könnte echt noch problematisch werden. Aber sah auf jeden Fall schon mal geil aus, also. Ja. Hat er sich weggeglitscht? Nee. Ja. Aua. Das war das mit dem Weg stehen. Mann. An der Wand stehen. Mehr Anlauf. Hey. Ach, diese Dinger, ey. Warum müssen die blöden Totenköpfe jetzt da mitkommen? Oh, da kommen immer mehr. Okay, ich hau ab. Oh. Oh nein. Was war das denn gerade für eine Scheiße? Ein blöden Toten, oh Gott. Okay. Ey, es hat gerade geglitscht. Ich wurde irgendwie in die Lava reingeglitscht. Ey, wenn wir das nächste Mal sterben, dann können wir auch abkürzen, ne? Dann können wir gleich nach oben laufen, solange wir unzerstörbar sind. Ja, aber wir müssen da unten den Dorn retten. Hm. Achso, wir müssen nach unten, ja, okay. Hier ist leider keiner, der ihn killt. Da rechts war nix, da war nur Sackgasse. Okay, ja, du zuerst. Das ist so blöd, das hätten die nicht machen dürfen. Ja, total unnütz. Ach. Okay. Denk dran, Anlauf. Hui. Hui, 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 hui. Und... Das sah gut aus. Halt. Das war Synchronspringen. Türschwellentrick. Und er bleibt gut. Okay. So viele Stacheln. Ja. Oder links? Wir müssen leider links, da ist noch einer. Voll nicht, vor, nicht voreinander stehen. Ja, nicht ja, voreinander stehen. Gehst du hoch und. Einmal schießen quasi in die Richtung. Ja. Und dann. Los! Nein! Oh, nein! Oh Gott, oh Gott. Scheiße. Das war nicht wie geplant. Nicht so ganz. Och nö. Nein! Wieso hat das eben so gut funktioniert? Ey, das ist so ein Kack mit diesen Fallen. Ich mag dieses Level nicht. Die Erkenntnis, dass wir rennen können, ist halt so ein schwacher Trost, ne? Aber anscheinend sind hier immer die gleichen Sachen drin. Ja. Schnapp dir mal die Waffe, da hast du nämlich auch noch ein bisschen mehr Feuerkraft.
Okay. Ganze Heilung bringt uns ja gar nichts, wenn wir in den Abgrund fallen. Keine Ahnung, wie der da hingeglitscht ist, aber das stand er gut. Da hat er nämlich nicht angreifen können. Ja. Okay. Ah! Mano! Jedes Mal krieg ich einen Knüppel, nur weil du fehlstehst. Das ist doof. Man kriegt eine, nicht nach links laufen, dann spawnen die direkt. Ja. An die Wand. Und los! Da jetzt schnell die Tür. Bevor da die nächsten kommen. Nein! Ah, oh, diese verdammten. Ah, oh, dieser nervtötende Schädel. Ja, der musste jetzt auch mitkommen, ne? Das ist. Ach! Wieso? Ey, ich mag dieses Level überhaupt nicht. Da sind wir schon mal zwei. Boah, ich werde ein Fest feiern, wenn das Level vorbei ist. Nicht nur du. Es ist erst das zweite, da kommen vielleicht noch zwei weitere in dem Stil. Ich hoffe nicht. Na dann. Na oh, super. Jetzt bleibst du an mir hängen, verdammt. Ja. Aber das macht auch einfacher, ehrlich gesagt, weil immer dieses Synchronspringen und gegenseitig aufpassen, das ist halt auch zermürbend. Au. Ach, verdammt. Heilung. Stimmt. Ah. Wer kommt der her? Ah. Gefallen hätten die sich echt noch dabei schenken können bei den Sprungpassagen. Ja. Nimm dir dann die Fahrt weg. Ohoho. Da hast du echt Glück gehabt. Solltest vielleicht deinen Trank dann wieder nehmen, das lief dann deutlich besser, weil die Fallen dir nichts tun. Falls du einen hast, ich weiß gar nicht. Sehr gut. Ja, den werde ich auch gleich an der Stelle wieder benutzen und dann werde ich auch einfach durchspeeden. Ja. Wenn die Fallen halt einen Anlauf wegnehmen, das ist total mies. Ja. Das haben die auch wieder ein bisschen übertrieben, meiner Meinung nach. Ach, Mist. Für zwei Schlüsse hat sich nicht gelohnt. Ja. Ach, scheiße. Kann ich fallen. Jetzt. Heilen. Okay. Mann! Sie hat auch immer so übertreiben müssen mit Fallen. Na dann. Und gib ihn. Nicht hängen bleiben. Ah, stopp, falsche Richtung. Naja, fast. Sehr gut. Okay, die schlimmsten Stellen sind schon mal weg. Uff. Jetzt kommen die kleineren Abgründe.
Ach, blöd, dass du nicht dabei bist. Ich weiß halt nicht, ob es sinnvoll ist, wenn du jetzt bei den kleineren Abgründen rennst, ne? Weil dann fliegst du vielleicht über das Ziel hinaus. Ja, das bin ich nämlich auch am Überlegen. Scheiße, daneben wäre noch Heilung gewesen. Verdammt. Ja. Ach nee, stimmt, da komme ich ja jetzt erst hin. Mhm, ja, stimmt. Nein. Ja, das ist wieder so mies, ey, dass wir wieder fallen sind. Nein. Ich glaube, bei denen rennt man wirklich nicht. Nein. Oh Gott. Das ist schlimmer wie der Thriller, ey. Nein! Das war's wert. Die kannst du gleich brauchen. Ja. Jetzt. Ja, da. Ah. Das sind Bedingungen für diese armen Insassen, ey. Okay, noch drei. Nein! Ich lebe noch, spring nach rechts. Okay, ober mir ist ein. Ich weiß auf jeden Fall, dass es nach rechts zum Ziel geht. Okay. Für Waffe kann man mal Schlüssel nehmen. Für Schlüssel nehme ich keinen Schlüssel. Das ist kein fairer Tausch. Mann, dieser nervtötende Schädel. Mann! Gott, sind die nervig. Ich hoffe so sehr, dass danach ein Boss kommt oder so. Ja, hoffe ich auch. Dann ist nämlich der Teil wieder beendet. Ja. Okay, jetzt muss ich mal überlegen, welche Tür war es? Ach, da unten erstmal. Mhm. Gut, da brauche ich nicht springen, das ist schon mal wichtig. Ja. Ich habe noch einmal eine zufällige Pampe. Zwei. Ist hier oben noch zufälligerweise ein Überlebender, der sterben kann? Danke! Dann hast du es, oder? Ah ne, da ist gar keiner. Hier wäre das Ziel. Okay. Oh, der ist da drin, das sind nur noch Fallen anscheinend, das schaffst du. So, vielleicht deinen Trank gleich nehmen und hoffentlich ist kein Gifttrank. Bitte. Nein! Es war ein Gifttrank. Das darf nicht wahr sein. Du hast noch so ein halbes Krüppelherz, ey. Aber Herr Master Fass. Oh nö! Oh, ich brauch ein Hühnchen irgendwo, ein Hühnchen. Please. Fusa! Merkt man, dass ich unruhig werde? Ja, ist auch verständlich. Aber pass auf, wenn da noch mehr Schädel kommen. Oh Gott. Nein! Hängen geblieben an der Scheißkante. Der Klassiker. Und es war schon fast erledigt. Okay, ein Versuch noch. Ja. Versuchen wir es noch einmal, ansonsten vertagen wir es. Okay. Ich glaube, es ist völlig legitim, dass wir dieses Level abgrundtief hassen.
Ja. Mann, oh, wieso krieg ich immer eine gewischt? Mann. Wisch ihm eine, nicht mir. Der schlägt keine Frauen. Ladies first. Krieg mich keine gewischt. Ja. Wo er denn hin? Er ist schüchtern. Steht schon wieder im Weg? Wie immer. Dieser nervtötende Schädel. Die hätten die echt nicht da noch zusätzlich packen müssen. Jupp. Nicht irgendwie die Tür wieder zumachen. Ja, das wäre echt. Ja, man kann nicht mit diesen Schädel springen, das ist so nervig. Jetzt vielleicht. Das ist so unfair. Ja, komm mal immer wieder weg. Okay. Das ist doch nicht wahr. Direkt nur rüber, weiter. Was sagst du so einfach? Da hätte sie Unverwundbarkeit nutzen sollen. Ja, stimmt. Hab's ja schon mal auf über 2 Becken geschafft. Ja, ich hab's ja auch gerade geschafft, nur du bist stehen geblieben, leider. Okay, das nächste Mal, wenn wir sterben, immer gleich 2 Becken nutzen. Ja. Okay. Mein Gott, ey, was für ein Sprung. Kann nicht wahr sein. Aber dieses gegenseitige Blockieren finde ich noch nerviger. Ja, ich verstehe auch absolut, wenn man das sagt, allein ist einfacher. Das das bisschen pieksen macht doch nix. Ach. Ich bleib schon wieder die ganze Zeit hängen. Traum hier. Oh. Der Anlauf hat nicht gereicht. Nein! Na, ja, hüpf gleich über weiter. Oh, so war der Plan. Und verwundbar vielleicht? Nein! Ich hab mich verdrückt. Scheiße. Ach, Leute. Ich glaube, wir werden es noch ein paar Mal sehen. Hm? Ja. Ja. Wir bauen da noch ein bisschen, aber wir haben viele neue Erkenntnisse gesammelt, ja. Ja, die wichtigste, dass wir die komplette Steuerung vergeicht haben. Unnötig. Yep. Auf jeden Fall weiß ich schon mal, es ist machbar. Machbar auf jeden Fall, wir hätten es ja eben vorhin schon fast gehabt. Ne? Ja, nur einen Überlebenden übersehen und ich bin natürlich zu weit zurückgelaufen, leider. Mhm. Ach, das gerade ärgert mich. Und dann dieser zufällige Trank dann auch so ein Scheißtag war. Ja, das war super ärgerlich. Aber gerade mit den Unzerstörbarkeitsdrängen, das war natürlich sehr praktisch, ne? Mhm. Das hat gut geholfen und ich denke, das schaffen wir das nächste Mal schon. Oh, ich bin heute der Jof. Ist auch okay. Passiert. Guck mal, ich halte da unten die Stellung. Dann ganz tapfer. Ich gebe die Rückendeckung hier. Ja. Na gut, dann sehen wir uns bei mir wieder, wenn das Fällen weitergeht. Mit Anlauf. Bis dann. Tschüss.